Mein Vater hat immer wieder gesagt, er ist dem lieben Gott dankbar und ist stolz, dass wir nicht nur kein trockenes Brot zu Hause essen brauchten, sondern auch keine Margarinebrote. Also während eben mein Onkel arbeitslos, Edmund, die hatten eben trockenes Brot und wenn das Geld abgeholt wurde vom Arbeitsamt, mal wenige Tage das Geld, um Margarine zu kaufen. Und wenn da eben in einer Stadt wie in Chemnitz, ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele zigtausend Menschen da arbeitslos waren, dann über Jahre, und dann eben solche Parolen hören von den Nazis, also wir geben euch Arbeit, wir geben euch Brot, das sind Dinge, die man heute auch schon wieder hört. Da hat man natürlich Zuhörer, die dann sich dann vielleicht so beeinflussen lassen, dass sie dann auch sogar dann Mitkämpfer und Mittäter werden. Das war ja alles nicht nur freundlich, was sich da auf den Straßen abspielt. Und da hat uns unser Vater eben mitgenommen, hat gezeigt, so gehen die Nazis und die Kommunisten, also praktisch atheistische Parteien totalitärer Art, mit den Menschen um. Die kann man nicht wählen. Und mein Onkel Willi Böttrich, der hat das Flugblatt geschrieben, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Und das müssen wir als Kinder verteilen, in die Briefkästen reinstecken. Und dann merkt mir manchmal, um Gottes Willen, es war vielleicht der Briefkasten von einem Nazi. Und dann müssen wir natürlich die Beine unter den Arm nehmen und davon rennen. Also dass eben nicht nur meine Eltern unter sich waren mit anderen älteren Leuten, sprich vielleicht 30, 40 Jahre alt, sondern mein Vater hat uns Kinder direkt immer mit in die Szene gebracht.